Guten Tag, mein Name ist Jens Meyer, ich komme aus der HNO-Klinik St. Georg. Heute haben wir als Thema das humane Papillomavirus. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören bei dem Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was eine große Bedeutung gewonnen hat, nicht nur für den Kopf-Hals-Bereich, aber auch für alle anderen Bereiche, wo es auch schon seit Jahren etabliert ist letztendlich. Und es gibt sehr gute Methoden dagegen jetzt vorzugehen und ich möchte gerne von der Therapie über die Impfung und auch erklären, was es ist, mit Ihnen jetzt in den Vortrag einsteigen. Zunächst einmal, was ist das humane Papillomavirus? Das ist etwas, was ich oft gefragt werde und sicherlich interessant ist, auch für viele Menschen. Es ist letztendlich ein doppelsträngiges DNA-Virus letztendlich und sieht so aus wie auf der linken Seite. Ich zeige das einmal mit dem Cursor-Taste, das ist ein elektronenmikroskopisches Bild, so sieht es aus. Es gibt womöglich 140 Typen plus, immer mehr, 14 bis 20 davon sind tatsächlich onkogen, das heißt, sie können Krebs erregen an verschiedensten Stellen, da komme ich auch gleich noch drauf zurück. Das hat eine auch lange Geschichte sogar in Deutschland, weil einer der Kollegen, die am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig waren, von Zuhausen, dafür einen Nobelpreis für diese Sache bekommen hat. Es gibt bei den onkogenen Viren die 16 und 18, ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen, die sind rot eingekreist, das sind die beiden typischen Typen, die beim Kopf-Hals-Karzinom eine Rolle spielen und da werde ich in der nächsten Zeit, in den nächsten Dias noch immer wieder mal darauf zurückkommen. Funktioniert das eigentlich? Das werde ich auch immer gefragt. Letztendlich ist es so, dass durch Mikrowunden im Bereich der Schleimhaut oder der Haut, also der Körperoberfläche letztendlich, an all ihren Stellen und durch sehr dünne Epithelien, auch ohne eine Verletzung, eine Infektion stattfinden kann. Und da werden vor allen Dingen die sogenannten Stammzellen infiltriert. Das ist diese unterste Zellschicht hier, aus der sich die Haut oder Schleimhaut regeneriert letztendlich und wiederherstellt und die auch an dieser Stelle verbleiben und damit immer die genetische Information, die durch die Infektion in sie hineingetragen wurde, auch an ihre Tochterzellen weitergeben. Es ist so, dass die viralen Entwicklungsprozesse gekoppelt sind an den Differenzierungsprozess. Das heißt, hier unten die Stammzellen in der Regel nicht differenziert, differenzieren sich zu Oberflächenzellen, an dem Weg nach oben zur Oberfläche, die ist hier. Und da kommt es dadurch zur Entstehung von sogenannten Early-Proteinen, die am Anfang regulatorisch sind für bestimmte Entwicklungen im Viruszyklus letztendlich und letztendlich zu den späten Proteinen überleiten. Die Early-Proteine heißen Early-E, gibt es unterschiedliche, 1 bis 7 oder das 8 sogar, komme ich näher auch kurz noch drauf zurück. Und es gibt die sogenannten Spätproteine, die L1 bis L2, die für die Kapselstruktur des Virus von Bedeutung sind. Das heißt, die Einpackung des Virus letztendlich. Das ist das, was zuletzt passiert. Es wird zunächst also die ganzen Sachen, die im Innenleben des Virus zu Hause sind, produziert. Dann wird das Ganze verkapselt durch diese Late-Proteine, die L-Proteine und letztendlich und wird dann an der Oberfläche aus den Zellen entsprechend freigegeben. Das heißt, damit ein infektiöses Virus produziert und freigegeben. Dann ist mal die nächste Frage, wie kann ich denn dazu kommen? Das fragen viele Menschen letztendlich und überwiegend geschieht das über den Hautkontakt oder auch über Gegenstände, die kontaminiert sind. Das heißt, die mit dem Virus benetzt sind. In der heutigen Zeit, wo wir ja viel mit Corona zu tun haben, ist das gar nicht mehr so verkehrt. Viele Menschen kennen sich auch schon gut damit aus letztendlich und wir praktizieren ja jeden Tag auch entsprechende Hygiene und Sterilität in unserem Tagesablauf, sodass das vielleicht für viele von Ihnen noch gar nicht neu mehr ist. Zudem ist es so, dass humane Papillomavirus hat eine extrem hohe Wirtsspezifität und es infiziert vorübergehend nur Epithelzellen der Körperoberflächen. Entschuldigung. Das ist das, wo es sich draufsetzt und da gibt es bestimmte Zellstrukturen, die es bevorzugt. Die sind auch ähnlich an den Stellen. Das sind vor allen Dingen lymphoepitheliale Gewebe, das heißt, wo eine gewisse Abwehrfunktion in den Geweben drin ist, wie zum Beispiel die Mandel oder Zungengrund oder im Übergangsbereich von der Scheide zum Gebärmutterhals beispielsweise, dort sind solche Strukturen zu finden und da ist das Virus häufig zu Hause in Anführungsstrichen und macht dort eine Infektion. Die früheste Übertragung ist möglich im Rahmen der Geburt letztendlich, im mutterlichen Genitaltrakt unter der Geburt kann sich der Säugling bzw. das Kleinkind dort entsprechend infizieren. Das führt dann in Regel zur Entwicklung laryngealer Papillome. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück, wenn wir über die Impfung reden, was das bewirkt letztendlich. Das sind übrigens sehr hartnäckige Sachen, wo auch die Kinder sehr darunter leiden, die auch bis hin zu einer Luftröhrenschnitt im Kleinkindsalter führen können, was durchaus nicht schön ist. Darüber hinaus
ist es so, im Kleinkindsalter häufig auch Infektionen über den Hautkontakt. Das passiert zum Beispiel bei Schwimmbadbesuchen über die Fußsohlen letztendlich, wo dann Warzen entstehen und die Handinnenflächen. Meistens sind das die Low-Risk-Typen, also die Niedrigrisiko-HPV, humane Papillomavirus-Typen, die also keinen Krebs machen, aber eben die klassischen Warzen machen können. Das ist ganz typisch so. Für die Entstehung von Krebs allerdings braucht man eben die onkogenen Viren, die ich vorhin schon mal eingangs 16 und 18 genannt habe, sind die häufigsten, aber auch 31, 33, und da komme ich auch später nochmal zu, und andere sind noch dabei beteiligt. Bei dem Karzinom, gerade auch beim Mundrachenkrebs, ist es so, dass als häufigster Übertragungsweg ein sexueller Übertragungsweg genannt werden muss letztendlich, und da ist es der Oralverkehr, der von Bedeutung ist am Ende. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch spezielle Patientengruppen oder Menschengruppen, die immungeschwächt sind. Hier als Beispiel seien die HIV-Patienten genannt, die da deutlich häufiger infiziert werden können. Was macht das überhaupt, das Virus? Das ist das Nächste. Es ist ja nicht nur Krebs, es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, die entstehen. Und ich habe hier einmal für Europa zusammengefasst, an den Schleimhäuten in dem Fall, was dort passieren kann. Man sieht am unteren Rand der Pyramide hier die Genitalwarzen. Beim Mann ist blau, Frau ist pink, hat man ungefähr 325.000 oder 326.000 Menschen pro Jahr, die so eine Genitalwarze erleiden. Und bei den Frauen sind 290.000 Menschen pro Jahr gummelig. Dann als zweithäufigstes kommt dann schon der sogenannte Gebärmutterhalskrebs, der Zervixkrebs. Das sind viele Frauen, die daran leiden. Das sind 23.250 Frauen, die jedes Jahr daran erkranken und viele von denen auch sterben. Das ist fast zu 99% durch das humane Papillomavirus 16-18, das deutlich seltener ist, verursacht. Dann darüber hinaus schon die nächste Etage kommt dann der Kopf-Hals-Krebs. Da reden wir über ungefähr 12.700 Menschen, die jedes Jahr am Kopf-Hals-Krebs HPV-induziert erkranken bei den Männern und 2.530 Frauen, die an HPV-induzierten Kopf-Hals-Krebs erkranken. Tendenz steigend, ich komme noch gleich nochmal darauf zurück, wenn ich unsere Daten aus Deutschland präsentiere. Darüber hinaus gibt es noch den Analkrebs letztendlich, das sind 1700 Männer und 2930 Frauen. Und es gibt natürlich den Vaginalkrebs, das sind so bummelig 3850 Frauen. Und ganz oben drüber als Spitze der Pyramide noch den Penis, das Peniskarzinom, das ungefähr 1090 Menschen oder Männer in Europa pro Jahr erleiden. Wenn man sich das anguckt, wir kommen jetzt zu dem Mundrachenkrebs zurück, dem bösartigen. In Deutschland haben wir da eine Studie im Robert-Koch-Institut gemacht. Das kennt jetzt heutzutage auch jeder aus der Presse. Die rote Linie, das sind die Männer gesamt in Deutschland. Hier die orangefarbene Linie, das sind die Frauen gesamt in Deutschland. Und man sieht von 1998 bis zu 2011, den Erhebungszeitraum der Studie, dass eine deutliche steigende Inzidenz da ist. Das heißt, es werden deutlich mehr Mundrachenkrebse in Deutschland diagnostiziert und entstehen dort häufiger. Aus diesen Daten kann man leider noch nicht zurücksehen, ob das auch wirklich HPV-induziert ist. Was unsere Kohorte betrifft, die wir regelmäßig und standardisiert seit fast 8 Jahren jetzt untersuchen auf HPV, kann man sagen, in Hamburg, und da komme ich auch gleich noch darauf zurück, in St. Georg zumindest, ist es 79% unserer Patienten, die das positiv sind für das Virus. Wenn man das landesspezifisch anschaut, dann fällt erstens auf, es findet ein Ballungsraum statt. Und hier ist Hamburg leider in dem Fall trauriger erster Platz in der ganzen Liste. Wenn man den bösartigen Mundrachenkrebs auf 100.000 Einwohner sich anguckt, dann sind ungefähr 11 Männer in Hamburg und der 11. Mann in Hamburg sozusagen auf 100.000 Einwohner. Und jede 4,2 Frau auf 100.000 Einwohner erkranken am bösartigen Kopf-Halskrebs. Und man sieht hier, dass vor allen Dingen Ballungsgebiete eine Rolle spielen. Hamburg, Bremen, Brandenburg und Berlin zusammen hinten, also die Bundesländer mit größeren Städten und Ballungsräumen, das sind die, die vor allen Dingen Patienten mit humanen Papillomavirus induzierten Mundrachenkrebs haben. Wenn man das zusammenfasst zu der Epidemiologie, wie man sagen würde, also der Auftretenswahrscheinlichkeit im Volk von dem Mundrachenkrebs, dann ist das so, dass die Inzidenz deutlich steigend ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Vor allem Menschen in städtischen Wohnorten sind betroffen. Und Hamburg ist leider in dem Fall so bei Frauen als auch bei Männern führend. Das Gros der Patienten ist zum Zeitpunkt der Diagnose unter 65 Jahre alt. Die Daten habe ich jetzt nicht gezeigt aufgrund der Zeit und ist aber vielleicht interessant. Und auch bei Erstdiagnose haben die ein Stadium 1 bis 3, so ein kleineres Tumorstadium letztendlich,
Das ist auch ganz interessant, weil sie sich frühzeitig melden mit kleinen Tumoren, aber meistens schon fortgeschrittene Metastasen. Das Rauchen, auch das werde ich häufig gefragt, wenn der Mensch nebenbei noch rauchen sollte zusätzlich und zusätzlich HPV hat, dann hat das leider einen negativen Einfluss aufs Überleben, das ist dann deutlich schlechter. Kommen wir später nochmal drauf zurück, weil grundsätzlich eine HPV-infizierte oder Infektion eher einen guten Verlauf hat beim Krebs. Wie tritt das jetzt auf und was macht es außerhalb von Mundrachenkrebs, aber auch beim Mundrachenkrebs selber? Zunächst einmal muss man dazu sagen, um die Daten zu verstehen, damit man diese unterschiedlichen Ergebnisse interpretieren kann, ist es so, dass in den letzten Jahren, auch das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, haben wir einen diagnostischen Standard für diese Infektion mit humanem Papillomavirus definiert. Und das ist einmal eine sogenannte PCR, mit der man das humane Nukleinsäure des humanen Papillomavirus nachweist, die DNA, und eine sogenannte P16 Immunhistochemie für den Pathologen. Worauf fußt das letztendlich? Die P16 wird selten überexprimiert in Tumorzellen. Das ist einer der Fakten. Zweitens ist es so, dass es jedoch eine Positivität in unterschiedlichen Krebsarten gibt und dass bei etwa 5% der O5-Karzinome auch unabhängig vom HPV-Infektion, die da nicht eine Rolle spielt, eine P16-Positivität vorliegen kann. Das heißt also, man hat, wenn man das zusammenfasst, wenn man nur P16 testen würde, letztendlich, und das machen viele Studien, und das werde ich auch gleich nochmal zeigen, bis zu 10% Patienten fälschlicherweise positiv auf HPV getestet. Was wiederum bedeutet, dass man eben falsch positive Ergebnisse hat. Das wiederum, weil es heutzutage einen Impact hat für die Therapie, zu einer anderen Therapie für den Patienten führen kann. Das kann möglicherweise sogar nachteilig sein. Deswegen wird heute immer noch die zur Immunhistochemie ein Nachweis einer viralen Nukleinsäure, in der Regel DNA, verwandt. Und das ist der diagnostische Standard, der P16-Test und die HPV-DNA letztendlich. Und das ist auch das, was wir bei uns in der Klinik in St. Georg durchführen, beziehungsweise als diagnostischen Standard auch über deutschlandweit definiert haben in unserer Arbeitsgruppe. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie sieht das aus? Und deswegen jetzt diese Einführung für Sie, damit Sie es verstehen. Man hat hier einmal die Lokalitäten der Mundrachen, die Mundhöhle und der Kehlkopf als drei Lokalitäten, Lokalisation von Mundrachenkrebs. Sie sehen die Studien, die älteste ist rechts, die neueste ist links. Und Sie sehen einmal, dass es hier unterschiedliche Daten sind. Hier sehen Sie in den mittleren Bereichen, die alle die gleiche Nachweis geführt haben, in der PCR letztendlich, bis auf diese hier, da sind keine Angaben. Aber sieht man gleich hohe Daten für Mundhöhle und Mundrachen, um die 20-30% oder 40% sogar, positiv für HPV letztendlich. Und man sieht auch bei den Tumoren zwischen 40-70% Positivität für HPV im Mundrachenbereich. Das ist deutlich höher, da ist es auch spezifischer, komme ich auch gleich nochmal darauf zurück. Wenn man jetzt aber eine Studie anguckt, das ist die neueste, die das letztendlich genau unterguckt, wo sie die DNA untersucht, die Nukleinsäure-DNA, den P16-Test macht und zusätzlich noch einen RNA-Test macht. Hier wird die Infektiosität auch unter anderem getestet. Wenn Sie diese drei Teste anwenden, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man das richtig erwischt, dann liegt es nur noch im Mundhöhlen- und Kehlkopfbereich bei 3,5-4,4%. Das heißt, deutlich unter 5%. Und das ist etwas, was realistisch ist und was auch dafür spricht und erklärt sich auch, warum dann das humane Papillomavirus bei den anderen Tumoren des Kopf-Halsbereichs nicht so eine große oder untergeordnete Rolle spielt. Und das zeige ich jetzt gleich in den nächsten Dias nochmal. Wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass die Prognose außer Kraft, das habe ich gerade gezeigt, des positiven P16-Tests außerhalb des Mundrachens nicht groß ist, deswegen nicht vertrauenswürdig in dem Sinne. Und dazu muss man eben eine PCR anwenden, letztendlich. Und wenn man sich das anguckt für Patienten mit Larynxkarzinom, ist es sogar so, wenn sie HPV-positiv sind, bedeutet es eine schlechtere Überlebensrate bei der Positivität von P16. Hier ist also eher umgedreht als positiv für den Mundrachen. Das ist ja so, dass die humane Papillomas induziertes Karzinom eher eine positive Überlebensprognose hat letztendlich. Wenn man sich das anguckt, da komme ich auch gleich im späteren Verlauf noch mal zu, wenn man eine Antikörperserologie macht gegen das humane Papillomavirus 16 im Blutersatz sozusagen, dann ist es so, auch hier ist für die Tumore außerhalb des Mundrachens mit einer High-Risk humanen Papilloma, also onkogenen HPV-Infektion, nicht nachzuweisen. Wenn man das guckt für so eine Odds Ratios, das heißt, wie wahrscheinlich ist das, dass dann daraus eben ein Kopf-Hals-Krebs entsteht, dann ist das für den Kopf-Hals, für den Mundrachenbereich signifikant mit 14,6-fach erhöht, aber mit 3,6-fach und 2,4-fach für den Larynx eher untergeordnet und spiegelt auch, wenn man sich anguckt, die vorigen Daten mit unter 5% versus 20-40%
wieder die ungefähr den gleichen Faktor unterscheiden sich. Es gibt dann eine Studie, da komme ich auch im Nachhinein nochmal drauf hinzu, wo die Spätproteine und die Frühproteine im Antikörperbereich von der HPV-16 getestet worden sind letztendlich. Und auch hier zeigt sich keine Risikoerhöhung für das Lyme-Karzinom durch eine humane Papilloma-Infektion. Also grundsätzlich für außerhalb des Mund-Rachen-Bereiches keine Wahrscheinlichkeit für eine Relevanz für die Prognose des Patienten. Wenn man sich jetzt anguckt, wieder bei den Mund-Rachen-Karzinomen zurückgekommen, die Variation in der Welt letztendlich, ist auch ganz spannend, wie das aussieht weltweit. Dann sieht man hier einmal unten abgetragen die Wahrscheinlichkeit, dass man ein positives Karzinom hat, unter 5, unter 9, also unter 0,9, letztendlich unter 1,6, unter 2,7, unter 9 oder 8,8 auf 100.000 Einwohner letztendlich. Ist es so, dass man die Hotspots, in Anführungsstrichen, sind rot, findet man hier im Bereich von Europa, Ostblockländer, Portugal letztendlich und hier um Moskau herum. Natürlich in Indien, Pakistan letztendlich, Japan, Neuguinea, da sind die Hotspots, Madagaskar, da gibt es Hotspots, wo man tatsächlich viele Menschen hat mit HPV-positiven Oropharynxkarzinomen. Klammer auf, man muss auch natürlich immer sagen, dass auch in anderen Ländern, vor allem in Drittländern, natürlich die Möglichkeit, sich testen zu lassen, nicht hoch ist und auch die Tests tatsächlich nicht gut sind, sodass man hier auch von einer Untertestung reden kann, dass das man sagen muss, dass das nicht immer auch damit einhergeht, dass es wirklich in der Realität so aussieht. Aber man sieht hier eben ganz typisch Skandinavien, Europa, Ostblock und Moskau und auch Indien, Pakistan sind ganz klassische Hotspots für humane Papilloma-induzierte Oropharynxkarzinome. Was ist denn das häufigste? Welcher häufigste Virustyp? Und da gibt eine europäische Studie gemacht worden, das an 533 Mundrachenkrebsen letztendlich, von denen 111 positiv waren, also bummelig ein Viertel letztendlich. Und da sieht man ganz klar, in Europa ist der Typ 16 führend. Das ist auch das, wo man von ausgehen kann. Es gibt heutzutage auch einen Test, der mit einem Abstrichröhrchen gemacht wird, vom Mundschleimhaut letztendlich, der sehr hoch signifikant diesen den HPV-16-Virus nachweist. Und ihr seht eben, 91% der positiven Karzinome sind auf das HPV-16 zurückzuführen. Gilt übrigens auch ungefähr gleich für den Gebärmutterhalskrebs bei Menschen, bei den Frauen letztendlich. Die anderen onkogenen Werte, 35, 33, 18 hier nochmal oder 26 und 58, sind eher hier untergeordnet. Wie hat sich denn die Dynamik entwickelt von diesem humanen Papillomavirus letztendlich im Mundrachenkrebs in Deutschland über die letzten Jahre? Hier werden Zeiträume von 1990 bis 2008 untersucht letztendlich. Man sieht DNA-positive und RNA-positive und man sieht ungefähr 20% bis 25% Unterschied zwischen den beiden Linien. Hier die RNA, die aktive Infektion nachgewiesen und hier die DNA könnte auch nicht immer nur aktiv sein, sondern auch einfach schon Langzeit eingeschleppt. Muss also nicht immer für eine Infektion sprechen. Man sieht aber hier ganz deutlich in beiden Linien einen Anstieg über die Jahre, bis hin hier bei der DNA zu 70% und bei der RNA zu 42% Positivität in den Patientengruppen. Das heißt, das humane Papillomavirus spielt eine deutlich höhere Rolle, als es früher gespielt hat. Und das ist in allen entwickelten Ländern heutzutage so nachzuweisen. Was hat denn das für eine Bedeutung für den Patienten, der jetzt an einem Mundrachenkrebs leidet, der es durch das humane Papillomavirus, meistens ja 16, induziert worden ist? Wenn man sich das anguckt, den DNA-Status hatten wir vorhin schon mal, die Virenlast wird mit im Blut gemessen letztendlich und die RNA, dann sieht man einmal, wenn man die Patienten unterteilt, das Patienten unterteilt an DNA-Positiven und DNA-Negativen, also HPV-Positiv-Negativ, dann sieht man, dass die deutlich besser überleben, die Positiven. Wenn man die Virenlast sich anguckt, ist der Unterschied noch signifikanter, das heißt, Patienten mit einer hohen Virenlast überleben auch besser, während die mit der niedrigen Virenlast besser sind zumindest als die HPV-Negativen. Und wenn man die RNA sich anschaut, und da guckt man sich DNA-Positivität und RNA-Positivität an, die überleben am besten, auch wieder ein signifikanter Unterschied zu dem Rest. Und während man sich die DNA-Positiven, die RNA-Negativen anguckt, die sind fast so schlecht wie die HPV-Negativen. Das heißt, am besten liegt man, wenn man das genau anschauen will, mit einem Nukleinsäurenachweis, sowohl von DNA als auch RNA, und liegt damit auch mit der Gesamtüberlegung in dem Ausdruck bzw. in der Prognose für das gesamte Leben des Patienten dort mit dieser Kombination am besten.
Hier auch noch einmal am Rande gesagt, Nikotinabusus, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, hat einen negativen Einfluss, während der Alkohol in diesem Fall eine untergeordnete Rolle nur spielt. Das hat keinen negativen Einfluss. Fasst man das zusammen, muss man sagen, nicht alle HPV, DNA, PCR-positiven Oropharynxkarzinome, das heißt also Mundrachenkarzinome, sind wirklich HPV-induziert. Das habe ich eben gezeigt. Im Moment ist der Goldstandard die P16-Immunhistochemie und der HPV-DNA-PCR-Nachweis als beste klinische Markerkombination für die HPV-induzierte Kopfhalskarzinom-Induktion. Und über 90% ist durch das HPV-16 induziert im Mundrachenbereich. Wenn man jetzt Überlebensmarker suchen letztendlich für den Mundrachenkrebs, dann ist die DNA und RNA in Kombination, also die transformationsspezifische Transkriptionsmuster von DNA und RNA, letztendlich vom humanen Papillomavirus die beste Überlebensmarker-Sortierung. Nikotinabusus hat keinen negativen Einfluss auf, hat negativen Einfluss auf das Überleben, das heißt, es macht die Prognose bei den deutlich schlechter und da ist leider das, was man eigentlich durch die Positivität, also die HPV-Infektion, eine bessere Prognose hat, leider nicht mehr gegeben. Gucken wir weiter. Wir sind jetzt von den Gewebeprobennachweisen, gehen wir jetzt zur Serologie, das heißt zum Blutnachweis von Antikörpern gegen, in dem Fall humanes Papillomavirus 16, aber auch 18, 6 und 11, 31, 33, 45 und 52 sind untersucht worden und hat auch noch einmal als Negativkontrollen 1, 5, 8 und 38 und P53 untersucht letztendlich. Ich möchte jetzt nur die Daten zeigen vom HPV-16E6, weil das am besten zeigt. Es sind letztendlich 1500 Tumorfälle untersucht worden von Mundrachenkrebs letztendlich und 1425 Kontrollen letztendlich, also Negativkontrollen. Das ist europaweit gemacht worden und das Ergebnis, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, das Spannendste ist, wenn man in der Serologie das HPV-16E6 Frühprotein nachweist, dann hat das bei allen anderen Sachen fast keine Aussage für die Prognose des Patienten. Aber man sieht sehr schön hier an der Seite, hier an diesem Wert für den Mundrachenbereich, da hat es einen Faktor von Odds Ratio von 132%, das heißt 132-fach meine ich. Das heißt, diese weist sehr gut auf ein Oropharynxkarzinom hin. Das heißt, über die Serologie gegen den Antikörpernachweis, gegen das HPV-16E6, kann man tatsächlich einen Patienten mit einem Mundrachenkrebs herausfiltern. Und das ist ganz spannend. Deswegen hat man eine prospektive Studie gemacht zu diesen HPV-Antikörpern und dem Risiko der Entstehung von Kopfhalskrebs, die auch, wie hier zu sehen ist, europaweit war. Letztendlich 400.000 Blutproben hat man genommen und hat diese eben dargestellten HPV-Biomarker in Kopfhalskarzinom-Patienten und gematchten Kontrollen geguckt und hat, das ist im Rahmen einer großen europäischen Studie, die prospektiv Patienten analysiert, gemacht worden, regelmäßig Blut abgenommen wurde und Serum gesammelt worden ist und hat hier einen zeitlichen Verlauf der Blutannahme zur Entstehung vom Kopfhalskrebs, in dem Fall zufälligerweise, man wusste es vorher nicht, im Schnitt von 6,5 Jahren gehabt, also von 0,1 bis 14 Jahren sind die aufgetreten in diesem Patientengut. Das ist ganz interessant, weil es im Rahmen einer anderen Studie, also die, wo es um die Ernährung ging und Krebs gemacht worden ist, und es fällt auf, dass hier dieses HPV-16-6 Antikörper letztendlich tatsächlich schon vorzeitig hinweisen kann auf einen Kopfhalskrebs. Und wenn man positiv ist darauf, also hier oben sehen Sie die HPV-16-6 positiv Antikörper, auch besser überlebt. Diese Patienten haben ein besseres Überleben, deutlich besseres Überleben als die Gruppe der HPV-E6-Negativen, die hier unten zu sehen sind, die hier bei 40% sich einpendeln, während die anderen um die 80% bleiben. Das heißt, hier gibt es einen klassischen Überlebensvorteil für diese Menschen, neben dem Frühentdecken dieses Krebses durch diesen Nachweis im Blut. Wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, Patienten mit HPV-induzierten Mundrachenkrebs entwickeln fast immer eine starke Antikörperantwort gegen die HPV-Proteine, die E-Proteine, zum Beispiel E6, in dem Fall besonders E6. Und es ist so, diese Antikörper können auch schon mehr als 10 Jahre vor der eigentlichen Entstehung des Rachenkrebs, der Nachweis von Rachenkrebs, nachgewiesen werden. Und sie können und deuten damit auf unerkannte HPV-spezifische Schleimhautläsionen hin, die viele Jahre vor der Diagnose bereits schon da sind. Das heißt, es gibt schon eine Erkrankung, man sieht sie nur noch nicht. Leider ist es so, dass eine starke Immunantwort gegen HPV, die bereits viele Jahre vor der Diagnose besteht, leider nicht schützt, muss man sagen. Und wenn man E6 oder E7
Antikörper hat, eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten. Voraussagbar ist deutlich besser. 80% versus 40%, doppelt so gut. Von Antikörper gegen HPV-Poolproteine sind damit ein hilfreicher Marker für die Identifikation dieser Karzinome und auch im Verlauf natürlich, um ein Rezidiv, das möglicherweise auftritt, nachweisen zu können. Nur am Rande, wir hatten vorhin ja die Nicht-Mundrachenkrebse und die HPV schon gesehen, auch hier ist die Assoziation deutlich schlechter für die Nicht-Mundrachenkrebse und das deckt sich wiederum mit dem, was ich vorhin sagte, dass eben der HPV bei diesen Lokalisationen eine untergeordnete Rolle spielt. Jetzt zum wesentlichen Standteil, die Impfung. Das ist eine ganz wesentliche Sache in meinen Augen, weil Sie jetzt was dagegen tun können, für sich, für Ihre Kinder und für Ihre Angehörigen. Es gibt zurzeit verschiedenste Vaccine am Markt. Am besten getestet ist Gardasil Quadrivalent. Das ist das erste, was gegen 6, 11, 14, 16 und 18 wirkt. Und das Cervarix, das bivalent ist, die amerikanische Antwort darauf, die gegen 16, 18 Uhr wirkt. Die Gabe ist ähnlich wie auch beim Gardasil 9, was relativ neu ist. 2016 ist neunfach. Da sind dann auch noch 31, 33, 45, 52 und 58 drin. Also weitere onkogene HPV-Viren deckt jetzt praktisch das ganze Spektrum schon fast ab. Die Gabe ist ähnlich, es wird in den Muskel gespritzt, Oberschenkel, Oberarm, zum Beispiel Gesäß. Das gibt es seit 2006, das gibt es seit 2007. Das ist für Jungs, oder Männer und Frauen zugelassen und das nur für Frauen. Und dieses hier ist wiederum auch für Männer und Frauen zugelassen. Drei verschiedene Sachen, alle identisch gegen die Frühprotein, das Spätprotein, das Capsidprotein L1. Wirkt das Ganze. Wenn man sich jetzt anguckt, wie effizient das ist, und das ist außerhalb des Gebärmutterhalses wohlgemerkt, und das gilt hier für 16 und 18, da hat man das Gardasil vierfach und das Cervarix verglichen, bei dem Analkarzinom, bei dem Vaginalkarzinom, bei dem Peniskarzinom, sehr hohe Aktivität von Gardasil, das Cervarix vor allen Dingen im Bereich auch Anus, also Anal- und Vagina-Karzinom letztendlich, Scheidenkarzinom und aber auch im Bereich der Mundrachenkrebs wirkt es hocheffizient. Und das Gardasil 9, das habe ich hier nicht drauf, ist auch gegen alle vier Lokalisationen wirksam. Wenn man sich das anguckt, die Effektivität über eine Vierjahresprotektion, ist es so, dass die geimpften Frauen, in dem Fall sind das, und die kontrollierten Frauen ungefähr gleich viele, haben eine einzige Infektion im Bereich der geimpften Frauen versus 15 Infektionen im Bereich der Kontrollgruppe. Und damit redet man von 93% Impf- oder Vaccineffizienz. Das heißt hier eine sehr gute und hohe Abdeckung durch die Impfstoffe vorhanden bei wenig Nebenwirkungen. In Europa, darüber muss man auch reden, gibt es unterschiedliche Hilfsprogramme. Zunächst einmal die ganzen roten Bereiche sind ohne Impfprogramme, die aufgelegt sind. Es gibt die schulbasierten Impfprogramme, die vor allen Dingen hier im Bereich der mitteleuropäischen Staaten stattfinden oder im Bereich der nordafrikanischen Staaten stattfinden. Es gibt die auf Nachfrage mit kostenloser Impfung, das ist das, was in Deutschland stattfindet. Also der Patient bzw. die Eltern mit dem Kind müssen beim Kinderarzt nachfragen und dann kann das losgehen und es wird dann auch bezahlt. Und es gibt die auf Nachfrage mit Selbstbeteiligung, hier in Skandinavien, Schweden zum Beispiel oder in Frankreich. Müssen die Eltern nachfragen, müssen auch selbst mit Kosten tragen. Und es gibt private Impfungen gegen Bezahlung, die überall natürlich möglich ist. Jetzt gucken wir uns mal an, wie effizient die Programme sind und wie hoch die Impfquote in Deutschland ist. In Deutschland die Impfquote beträgt, bei den Mädchen kann man sie nur messen, weil die Jungs ja später dazugekommen sind, 39%. Und wenn man die Mütter fragt von diesen Mädchen letztendlich im Alter von 12 bis 14, 15 bis 17 und 12 bis 17, sieht man, die niedrigste Impfquote im Bereich der 12- bis 14-jährigen Kinder und die ist auch abgenommen bis Dezember 2011, während relativ gleich geblieben in den anderen Gruppen ist, bis zum höheren Alter hin. Da wird doch schon häufiger darüber nachgedacht, zumal auch eine Impfung vor dem ersten Geschlechtskontakt stattfinden sollte. Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die STIKO, die für Deutschland zuständig ist, empfiehlt seit 2014 für Mädchen die Impfung im Alter von 9 bis 14 Jahren. Nachholimpfungen sind bis zum 18. Lebensjahr möglich. Das gleiche gilt seit 2018 jetzt auch Gott sei Dank auch für die Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Auch hier Nachholimpfungen bis zum 18. Lebensjahr möglich. Die komplette Impfung sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr stattfinden, spätestens jedoch vor dem 17. Lebensjahr. In der Regel zwei Impfdosen sind nötig, es sei denn für die Nachholimpfung, dann braucht man eine dritte. Kosten sind von den Krankenkassen für die Kinder zu übernehmen. Was bringt das Ganze?
Das ist ja mal wichtig. In 2015 waren 34% der Länder weltweit mit einem HPV-Immunisierungsprogramm bedacht. Wenn man sich jetzt umlegt auf die Frauen weltweit, haben allerdings nur 5% aller Frauen profitiert, was es daran liegt, dass viele Länder, die eine hohe Prävalenz haben für HPV-Infektionen, also viele Frauen infiziert sind letztendlich, keine Impfprogramme hatten. Das ist der Grund dahinter. Es gibt eine Literaturübersicht aus 2015 in den Ländern mit einer hohen Immunisierungsrate von über 50%. Dazu gehören Australien, Kanada, Dänemark und Neuseeland beispielsweise. Die machen das richtig, möchte ich mal sagen. Da kann man sehen, dass die Hochrisiko-HPV, also mit den Onkogenen-Viren-Infektionen, um 68% reduziert worden ist. 68% bei von über 50% Impfquote. 39% in Deutschland im Vergleich, da sind wir also noch von weit weg. Wenn man sich die anogenitalen Warzen anguckt, die am häufigsten stattfinden oder auftreten, sind 60% weniger da. Das ist eine hohe Rate und belegt wieder mal, wie effizient die Impfung ist und spricht auch dafür, dass man es machen sollte und auch seine Kinder bzw. Angehörigen impfen sollte. Letztendlich. Wenn man sich jetzt das Cervix-Karzinom außen vor lässt, weil das eben besonders ist, sind die höchsten Abnahmen bei diesen onkogenen Vireninfektionen in den Ländern mit den schulbegleitenden Impfprogrammen zu sehen und die einen sogenannten Catch-up haben, das heißt nämlich die Nachholimpfung bis zum 18. Lebensjahr, wo ältere, nicht geimpfte Personen eben entsprechend nachgeimpft werden. Das sind Australien, Kanada, Dänemark und Neuseeland und hier sind die höchsten Raten. Wenn man sich das mal anschaut, das steht jetzt darunter gezeigt, in Australien einmal als Beispiel, ist es so, dass auch hier eben mit diesem Vierfachimpfstoff mehr als 90% der Genitalwarzen sogar verschwunden sind. Diese Art mit der schulbegleitenden Impfung plus den Nachzug von den Nachzüglern letztendlich ist das, was am effizientesten ist und sicherlich auch in Deutschland man sich überlegen sollte, anzuwenden. Und von den hochgradigen Zervikalen, das heißt also Gebärmutter-Halsläsionen, sind mehr als 50% in der untersuchten Patienten gut verschwunden. Das ist eine tolle Information. Und Sie überlegen, 250.000 Frauen jedes Jahr, die am Mutterhalskrebs erkranken, ist das eine tolle Information und das sollte man auch nutzen. Deshalb ist auch in Australien übrigens jetzt auch vor längerer Zeit schon deutlich für uns die Jungen jetzt mit in die Impfung hineingezogen worden. Ich hatte vorhin mal erzählt von der respiratorischen Papillomatose, also der ersten Infektion, die im Bereich des mütterlichen Geburtskanals stattfinden kann. Da ist auch eine Untersuchung aus Australien da mit 25 Millionen Einwohnern. Da sieht man einmal, dass zwischen 2011 und 2015 lediglich 19,3 neu aufgetretene Fälle in einer Registerstudie, die alle HNO-Ärzte und Kinderärzte in Australien durchgeführt haben, sieht man nur noch in dieser Zeit nach Impfung 13 neu aufgetretene juvenile Papillomatosen, was ein toller Wert ist. In Deutschland gibt es deutlich mehr. Interessant ist auch, dass keine dieser Mütter die ein Kind geboren haben, letztendlich das Kind an der respiratorischen Papillomatose erkrankt ist, waren geimpft. Das heißt, möglicherweise hätte man das auch entsprechend mit der Impfung der Mutter vorbeugen können. Deswegen gibt es jetzt zwei Strategien, die daraus entwickelt worden sind. Erstens, Impfung von Neugeborenen, wenn bei der Mutter Genitalwarzen festgestellt oder bestanden haben. Und zweitens, dass man die Schwangere selbst impft, in einer nachgewiesenen HPV-6 oder 11-Infektion, um jedenfalls durch die Antikörperweitergabe an das Kind über die Plazenta letztendlich, den Gebärmutterkuchen, von der Infektion zu schützen. Da gibt es nämlich Daten von geimpften Müttern, dass die Kinder Neugeborenen entsprechend vergleichbar hohe Antikörpertiter aufweisen gegen das humane Papillomavirus. Auch das heißt, hier lässt es sich schon frühzeitig vorbeugen, dass sowas entstehen kann. Fasst man alles zusammen von heute in dem Vortrag, muss man sagen, das HPV verursacht eine steigende Anzahl von Mundrachenkrebs letztendlich, Querstrich Gebärmutterhalskrebs zu 99% oder auch anderen Krebs wie im Bereich des Analkrebses, aber auch Vaginal- und Peniskrebs letztendlich. Patienten mit HPV-bedingten Mundrachenkrebs reagieren deutlich besser auf die Therapien, haben eine bessere Prognose dadurch, so sie nicht parallel geraucht haben. Erste kontrollierte Studien gibt es auch schon zur Deeskalation in dem Fall. Das habe ich heute mal nicht gezeigt, weil das etwas zu aufwendig ist. Aber falls Sie das interessieren sollte, am Klinikum St. Georg führen wir im Rahmen des Asklepios-Tumorzentrums auch eine Studie durch mit, die für Europa zuständig ist, wo wir uns diese Patienten mit humanen Papillomavirus-positiven Karzinom anschauen. Und die Studien inkludiert eine Deeskalation, das heißt eine Rücknahme der entsprechenden Therapiemaßnahmen, wodurch eine deutlich geringere Nebenwirkungsrate erzielt werden kann, bei gleichbleibend guter Überlebenschance. Das ist ganz wichtig. Kontaktieren Sie uns gerne dazu, wenn Sie Näheres wissen möchten.
Die beste Strategie ist natürlich das Erkennen eines HPV-verursachten Mundrachenkrebs vor seinem klinischen Ausbruch. Das heißt, die serologischen Nachweise, und die sollten jetzt in die Klinik nachgezogen werden in den nächsten Jahren. Das ist auch geplant. Durch die HPV-Serologien können die frühzeitige Identifikation von Patienten mit bisher unerkannten HPV-verursachten Vorstufen auch ermöglicht werden, die dann gegebenenfalls prophylaktisch auch abgetragen werden könnten, um überhaupt die Entstehung des Krebses zu vermeiden. Und impfen Sie sich und Ihre Kinder gegen HPV-verursachte Entstehung. Das lohnt sich und damit können Sie das ganze Mundrachenkrebs sowieso, aber auch die ganzen anderen Sachen wie Genitalwarzen oder Gebärmutterhalskrebs oder andere Sachen auch entsprechend im Vorreige schon vermeiden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie ein zu unserem Asklepios-Krebskongress, der auch einen Patiententag beinhaltet, im Februar nächsten Jahres vom 11. bis 13. Februar. Es gibt eine Frage aus dem Chat. Gibt es Risiken bei der Impfung? Steht hier, grundsätzlich gibt es natürlich Risiken bei Impfungen. In der Regel sind die gut verträglich. Ich kann hier aus eigener Erfahrung berichten, A, vom Patienten, B, von meinen eigenen Söhnen, die ich Krebs geimpft habe, vor das zugelassen wurde. Und es gibt im Prinzip das Typische, eine lokale Impfreaktion, das heißt eine kleine Schwellung im Bereich der Injektionsstelle, die nach einigen Tagen wieder verschwindet. Das war das, was ich als schlimmste Version bisher gesehen habe, also eigentlich kaum Nebenwirkung. Wieso ist die Impfung keine Pflicht, ist die nächste Frage. Das liegt daran, dass wir in Deutschland Individualrechte haben, die das verbieten und wir uns durch unsere Geschichte, das von vornherein leider uns verboten ist, zu strenge Regeln zu machen. Dennoch kann ich sagen, aus den Daten, die man hier sehen konnte, dass ich das nur empfehlen kann und Ihnen das nur nahelegen kann, Ihre Kinder oder auch Angehörigen zu impfen. Eine weitere Frage, wieso kann man sich nur bis zum 18. Lebensjahr impfen lassen? Das ist eine berechtigte Frage. In anderen Ländern, Australien beispielsweise und Amerika, reden wir jetzt über das 24. Lebensjahr, wo man sich impfen lassen kann, noch gegen HPV. Und selbst bei Menschen, die mit HPV schon Kontakt hatten, das heißt zum Beispiel den Genitalwarz oder auch einen Krebs hatten, gibt es durchaus positive Erfahrungen damit durch die Impfung, treten diese Sachen nicht auf. Es gibt auch positive Erfahrungen von der respiratorischen Papillomerkrankung von Kindern, letztendlich Kleinkindern, wo wir mit Impfung tatsächlich dafür sorgen konnten, dass diese Papillome, die für die Kinder mit Atemnot oder auch heiserer Stimme oder auch Stimmverlust verbunden sind oder auch Luftröhrenschnitt, ging da tatsächlich von weg. Auch hier gibt es positive Ergebnisse, so dass ich eigentlich nur dazu raten kann, es zu tun. Warum geht es über 18 nicht? Das ist immer eine Frage dessen, was ich einen Sozialstaat letztendlich leisten möchte. Denn am Ende ist es ja so, dass die Kosten die gesamte Bevölkerung tragen muss im Sozialstaat. Und wenn es zu Kosten der Krankenkassen ist, das muss man sicherlich diskutieren, ob man das möchte oder nicht möchte. Es gibt ein paar Daten, die darauf hinweisen, dass gesundheitsökonomisch gesehen selbstverständlich eine Impfung sinnvoll ist, auch wenn sie sicherlich nicht so günstig ist und das entsprechend dazu beitragen sollte, dass man es tut. Ich wäre durchaus dafür zu haben, eine schulbegleitende Impfung durchführen zu lassen. Das ist in meinen Augen sinnvoll, hatte ich auch gezeigt, mit entsprechenden Nachimpfungen von Leuten, die nicht geimpft waren oder sind bis zum 18. Lebensjahr. Oder nach dem 18. Lebensjahr auch. Sogar bis zum 24. Lebensjahr würde ich das durchaus befürworten. Das muss sicherlich aber in anderen Gremien, zum Beispiel in der Ständigen Impfkommission, in der STIKO letztendlich besprochen werden, am Robert-Koch-Institut. Was bedeutet nicht günstig? Über Geld in der Medizin zu reden, ist immer ein Problem. Da habe ich durchaus ein Problem mit zu reden. Selbstverständlich ist es trotzdem so heutzutage auch, dass jede Behandlung Geld kostet. Eine Impfung mit 3 Impfdosen liegt bei 500 Euro. Das ist in meinen Augen verhältnismäßig günstig für den Vergleich einer Therapie für einen Krebs. Letztendlich einen bösartigen Krebs im Mundrachen oder auch im Gebärmutterhalskrebs ist das durchaus nicht vergleichbar. Sehr viel günstiger, sage ich jetzt mal. Dennoch ist es verhältnismäßig für sonstige medizinische Anwendungen, die es gibt, teurer als das, was man zum Beispiel bei einem Kontakt für einen Hausarztbesuch bezahlen müsste oder würde. Dennoch ist es eine Sache, wo ich denke, über Geld in der Medizin zu reden, ist nicht ethisch und deswegen finde ich jedenfalls nicht ethisch und deswegen muss ich vom medizinischen Standpunkt nochmal sagen, halte ich das für sinnvoll, die Menschen, Kinder oder auch Angehörige zu impfen und ich kann es nur raten, lassen Sie es impfen. Im Zweifelsfall, wenn Sie älter sind, bezahlen Sie es selber. Weitere Fragen sehe ich nicht.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann machen wir im Programm weiter. Wir sind noch ein bisschen im Vorlauf. Wir hatten eigentlich noch 15 Minuten Zeit. Ich denke, wir werden jetzt eine kurze Pause machen und dann mit dem dritten Block beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.